Schießstand. Ein Armee-Teddy, eine Puppe und eine Freddy. Ach, nicht Freddy hier. Eine Jason-Puppe. Ach, was soll ich jetzt schießen? Hier auf die Helme oder auf... Ach du Schande. Huch. Das ist cool mit dem Magazin hier. Oh. Ah, voll geil, dass das geht. Ganz eine hier. Jason! Alter, was ist das? Ja? Ich kann überlegen. Okay, Gasmaske war G. Die kann ich wieder ausziehen? Ich will die wieder ausziehen. Ich hoffe, meine Zeit für die Gasmaske läuft jetzt nicht. Scheiße. Mich nicht raus, okay. Ich gehe jetzt einfach mal. Geh mal weg da, ich muss da rein, glaube ich. Dankeschön. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen in St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Hat gut gepasst hier mit der Musik irgendwie. Das ist echt schön. Es ist... eigentlich sehr deprimierend, diese Situation. Die Welt ist zerbombt, du kannst eigentlich nicht an die Oberfläche gehen. Du hockst hier in irgendwelchen U-Bahn-Tunneln, in Stationen. Und doch kommen die Leute zurecht. Und es ist sogar schon fast schön, wenn hier so ein bisschen die Musik spielt und die Leute gesellig zusammensitzen und reden, ihre Kinder hier großziehen. Der Mal sieht aus, oder was warum das für ein Kind ist, sieht aus, als hätte er so eine Plastik-Ken-Frisur von Barbie und Ken. Guck mal genau hin. Das ist schön. Ich kann mir nicht helfen, es ist irgendwie einfach schön. Hi, wie geht es dir, Radio? Ja, mal gucken. Okay. Oh. Bank. Komm herein, Juli. Bist du bereit, nein, aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Aber ich bin der Protagonist dieses Spiels. Ich muss den Helden spielen. Deswegen muss ich mal jetzt hier zu schöner Musik. Mach ich mal das. Also. Hallo? Neuer Eintrag? Tab? Hä?
Wieso geht denn das jetzt nicht? Steuerung? Hallo? Ich hab keine Ahnung. Nein. Elemental, Tabulator. Nachtsicht. Oh, kriegen wir auch noch. Freitagsjournal halten. Filter wechseln. Licht F. Zeit. Huch, Zeit. Wenn ich Gas. Also das sind die Punkte gewesen, okay? Ich bin eigentlich verstohlen geflimmert. Ich will den verdammten Eintrag da lesen. Okay. Ich wollte den Eintrag lesen und kann ihn nicht lesen. Oh, oh, oh. Wenn ich Tab gedrückt halte, kommt das. Okay. Ach, die halten sich sogar Schweine hier unten. Das sind halt doch frische Schweinehälften immerhin. Hi. Hallo, Artyom. Wie geht es dir? Hi, Artyom. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Also so habe ich mir eigentlich auch die Küche vorgestellt. Mit den Fliegen und... Besonders schön ist, dass die hier die blutigen Texturen aus dem Krankenhaus wiederverwendet haben. Für die Schüssel mit dem Schweinefutter. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und dieses Zeug, was ich nicht mehr weiß, was es ist. Es sieht aus wie Schweinefutter, aber... Die Leute festhalten, festhalten! Du stehst einfach nur drauf. Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Das ist schlimm, dass wir der Babusch können. Guck mal, das sind wieder so kleine Details. Die ich mir persönlich in so einem Spiel, wo ich mir gar keinen Gedanken drüber machen würde. Deswegen bin ich immer so begeistert, wenn in den Spielen sowas drin ist. Und genauso, dass überall hier die Schilder und Sachen auf Russisch stehen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie heißen. Da steht 160 an der Tür. Und es ruckelt gerade ein bisschen, wenn ich die Kamera gedreht habe. Oink, oink. Oink, oink. Darf ich es mal streicheln? Oink, oink. Oink, oink, oink. Na, du kleiner Baconstreifen. Ich lese gerade das Russisch, das ich nicht verstehe. Aha, aha. Ja, okay, weißt du Bescheid. Ich komme ja schon. Sei gegrüßt. Du bist also Krieg bereit cool. aufzubrechen. Linke Maus, ich denke, wir haben alles gesehen. Wir sind mal bereit. Das habe ich dir gerade gesagt. Dann los. Reden wir über die Guillotine, über irgendwelche Erfindungen und so weiter. Und das eben, indem wir mit einem Menschen leben. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute, ihr wollt nach Riga? Naja, wollen. Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Die Zunge. Noch besser, oder? Die Zunge, wenn der redet. Was ist denn da los? Das war immer mega eklig. Ja. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Stimmt, Hunter hat uns ja gesagt, wenn er nicht zurückkommt, sollen wir jemandem Bescheid geben.
Und als nächstes ist Alexkivskaya. Alexkivskaya, ja? Bevor wir so richtig nach Riga kommen. Mit vom Fortfahren drücken wir eine Taste. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu fahren. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam mich die Angst und die Piraten an Bord. Langsamer Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter, öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Schande. Das ist ja schon wieder vielversprechend. Vor allem mit so einem fetten Tor, wenn das durch so ein fettes Tor verschlossen ist. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisina und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt meine Waffe zücke. Finde ich das sehr angenehm. Meine Ratte ist da links lang gelaufen. Das ist... Verdammt, tut mein Kopf weh. Das war größer als eine Ratte. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Was geschieht mit mir? Mein Gott! Atjom! Was ist das? Was? Was? Um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße! Das ist überhaupt nicht gut! Ich weiß ja nicht, ob ich dich schießen kann. Oh Gott! Ihr schießt! Eieiei! Alter!
Waffe wechseln, danke! Das Ding kriegt mich! Adjam! Was ist hier los? Alter! Danke! Adjam, nimm meine Schrotflinte! Kann ich nicht mal irgendwie einen Nahkampfangriff machen oder so? Alter! Was ist denn mit diesem Spiel kaputt? Ich glaube, ich brülle hier gerade ein bisschen, aber was zur Hölle? Oh, was? Oh, ich bin mit Rechtsklick also. Spar dir die Moon, Adjam! Ich kann mit Rechtsklick also beide Schuss gleichzeitig abgeben. Hilfe! Wir sind fast an der Streckensperre. Sie ist nicht mehr weit. Was? Alter! Bitte sag mir, dass das ein Skript ist. Ich sollte laufen. Lauf, Adjam! Ich dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Ich komme! Ich dreh mich nicht um. Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihn in den Arsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Alter, ich brauche auch gerade was zu trinken.